Schönheit bedeutet für mich nicht das Äußere, sondern wie ein Mensch ist, also seine Art, sein Charakter, ob er ein liebevoller Mensch ist, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. Für mich ist einfach wichtig, wie der Mensch, wie die inneren Werte sind. Ich heiße Melanie, bin 37 Jahre, komme aus Hannover, komme aber gebürtig aus Dortmund und bin wegen meiner Ausbildung nach Hannover gezogen. 2001 und seitdem lebe ich hier und liebe Hannover. Bin verheiratet seit 10 Jahren und habe 2 Hunde. Ich arbeite als Bürokauffrau, habe das auch gelernt damals in meiner Ausbildung und bin seitdem auch noch beschäftigt. Zwar nicht als Vollzeit, sondern Minijob, da aufgrund meiner Behinderung kann ich halt nicht Vollzeit arbeiten. Ich habe eine starke Skoliose, wurde damals als Kind operiert am Rücken mit 4 Jahren. Bei der Operation ist dann halt ein Fehler unterlaufen, wo dann halt am Nervenbluterguss sich gebildet hat. Danach war die Beinfunktion dann erstmal eingeschränkt und ja, nach ein paar Monaten kam das dann halt wieder. Aber ich war dann halt so immunmäßig sehr geschwächt, dass ich halt viel liegen musste und dann halt die Muskulatur abgebaut ist. Und ja, und dann habe ich dann irgendwann einen Rollstuhl bekommen. Zu M1 bin ich gekommen durch Werbung. Und ich habe in Hannover jemanden gesucht, wo ich halt meine Lippen aufspritzen lassen kann, weil ich immer sehr, sehr unzufrieden war. Ich hatte extrem schmale Lippen. Das sah immer so aus, wenn ich meine YouTube-Videos gedreht habe, als hätte ich keine Zähne, wie so eine zahnlose Oma. Ich hatte aber immer Schiss, weil ich auch Herpespatientin bin. Dass man dann halt dadurch nochmal Herpes bekommt oder extremer. Und auch so die Nadel an den Lippen fand ich die Vorstellung ganz schlimm. Und dann habe ich dann M1 gefunden und habe mich dann getraut und seitdem mache ich in meinen regelmäßigen Abständen meine Lippen. Ich gehe gerne zu M1, weil die Ärzte sind halt immer nett. Gerade in Hannover hatte ich immer bis jetzt super Erfahrungen gemacht. Und ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt gut und man bekommt halt schnell einen Termin. Ich fand von Anfang an, dass man bei M1 sehr gut aufgehoben war, auch gut aufgeklärt wurde, Risiken und was passieren könnte, was man danach machen soll und nicht darf. Und das finde ich halt echt super. Ich habe damals angefangen mit YouTube aufgrund dessen, weil ich andere YouTuber geguckt habe und fand das irgendwie interessant, habe aber nie wirklich andere Leute mit Handicap auf YouTube gefunden. Und die Sparte wollte ich dann mal so ein bisschen füllen und dachte, okay, ist vielleicht interessant, mal jemanden zu sehen, der im deutschsprachigen Raum ist, der halt im Rollstuhl sitzt und auch sich schminkt und stylt. Und ja, so habe ich dann damit angefangen. Beauty waren so die ersten Kolleginnen, die ich geguckt habe. So Mascara-Sammlung und Lippenstift-Sammlung. Und da dachte ich, okay, ist ja ganz interessant. Kaufe ich erstmal alles nach. Und dann teste ich selber für meine 25 Zuschauer, die ich da hatte, wie die das dann finden. Und so hat man dann angefangen, ja, eine Limited Edition nach der nächsten zu jagen. Und so kam das dann, dass man halt immer mehr Beauty-Videos gemacht hat. Und so kam das auch ganz gut an. Ich finde, gerade immer nach der Unterspritzung, dieses Geschwollene, das ist halt das schönste Gefühl für mich. Wenn das dann immer abschwillt, dann ist man erst ein bisschen enttäuscht und denkt so, oh, schade. Aber ich finde es halt einfach schöner, wenn man dann mit Lippenstiften ausprobiert und das wirkt ganz anders, als wenn man vorher diese ganz schmalen Lippen hatte.